5 mal 5. Theoretisch, wenn ich die Wände einreise, kann man das auch hier benutzen. Und jetzt spielt für eure Zufriedenheit. Ganz vergessen umzustellen. Schatzkammer ist nämlich schon mehr als überfüllt. Weshalb auch da jetzt mal ein Abbaustopp ist. Dann brauche ich meine Salamander hier mal. Da haben wir eine Mana-Quelle gefunden. Na, macht er das Ding schon platt? Yep, dankeschön. Diese Elfe wurde unglücklich, weil sie keinen Platz zum Schlafen hat. Sag mal, wie viele schwarze Elfen habe ich denn mittlerweile? 3 Stück? Tatsache. So, die haben Hunger. Bitteschön, hol euch was. Ist alles da, kann alles besorgen. Trainieren sich schon fleißig teilweise. Dann alle Schurken auch mal sagen, sollen sich trainieren. Genauso alle Elfchen. Macht mal was für euer Geld. Dann gehen wir mal da unten rum. Drop da Imp. Alter, die können sich jetzt teleportieren. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft. Ah, da geht's gar nicht mehr lang, oder was? Ah, Sackgasse. Ein Vampir ärgert sich, weil er kein Geld bekommen hat. Bitteschön. So, wie schaut's da unten aus? Da wollte ich meine Arena reinbauen. Perfekt. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Ein Wächter wurde unglücklich, weil er sich in der Gesellschaft von verhassten Wesen befindet. So, dann trainiert euch mal. Was eine Massenmetzlerei. Geil. Fett. Schnell gespeichert. Macht Spaß. Hätte ich da überlegt, könnte ich da auch noch mitmetzeln? Na, schade. Muss man nur gucken, dass genügend Imps da sind, die die Leute wieder wegschaffen. Bin mal gespannt, welcher Ritter am Schluss steht. Die Teufler sind schon echt teuflisch. Die schaffen es, mit einem Ritter zu konkurrieren. So, dann kommen die Wächter mal mit rein. Die Salamander.
So, bis jetzt machen meine Imps ihre Arbeit ja ganz gut. Es ist noch kein einziger von meinen Leuten verreckt. Ein Dieb wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Er rennt doch gerade schon hin. Imps, da liegen welche. Da ist einer. Da kommt der nächste. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ich finde das cool, ich kann die Dinger permanent nachfüllen und sie sich einfach bekriegen lassen. Genießt die Gunst eures Herrn und werdet geheilt. Kämpft noch eine Runde weiter. Ah, der da braucht Geld. Geld geht vor. Ich hätte eigentlich alles hier abreißen müssen. So eine riesen Arena bauen. Alle auf einmal rein. Babs. Weg. Oh, das wäre awesome. Läuft mir der Kalt in den Rücken runter. Will aber demnächst jetzt mal weiter angreifen. Deshalb, der Spaß ist jetzt gleich mal rum. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Euer Wachraum ist zu klein. Ein Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Also ich habe jetzt mehr als genug Chicken Bars eröffnet. Wenn sie jetzt noch was brauchen, die Schlacht in der Arena ist vorbei. Und ist der Gewinner? Ha. Guter Salamander. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ist doch schon am Mampfen. So, ich habe einen zweiten schwarzen Ritter. Cool. Aber wir greifen jetzt an. Dazu nehme ich auch erstmal meine schwarzen Ritter. Und weißen Ritter und Wächtersoldaten. So, kommt mal mit hier. Wir gehen jetzt mal ein bisschen da rein. Gucken, stimmt, gibt es da noch irgendwelche Gegner? Oder auch nicht? Ah, doch. Meine Armee ist nämlich groß genug. Ich sammle jetzt keine neuen Sklaven mehr. Den jetzt hier alleine um. Ah, guck mal an, da hätten wir sogar eine Arena bekommen. Top. Zu spät. Ihr habt schon eine gebaut. Das hält mich aber nicht davon ab, diese scheiß Tore zu zerstören. Ein Wächter hat euren Dungeon verlassen. Toll. Naja, man kann leider nicht immer alle Kreaturen halten. Es gibt reichlich Drinks im Casino.
So. Da kam noch keiner raus. Ah, er greift aber schon an, der Schwarze. So, weg mit euch. Wer ist da? Ihr habt einen gegnerischen Raum erobert. Komm schon, weg mit dir. Und die nächsten Magier. Schwarze Ritter ist anscheinend down. Schade. Oder es war so schwach, dass er sich zurückgezogen hat. Gibt's ja auch. Zwei Schläge und weg. Ach, die Ritter, die muss man einfach nur gut trainieren. Dann hat man seine Legion. Ab weg mit dir, du blöde Tür. Ihr habt einen Falle noch weg. Raum erobert. Dann haben wir, glaube ich, alles. Eventuell da vorne noch eine Holztür rechts. Stimmt. So, und alles. Muss jetzt nur von Imps erobert werden. Ach nein, da ist noch einer. Mikroferkel fallen in euren Dungeon ein. Vorsicht! Mikroferkel? Geil! Ich finde diese schnell gespeichert. Diese Gimmicks als also diese Witze schon echt hart manchmal an der Grenze ein zum Dieb Sterben. Ein wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Oh, armer Dieb. Und ich gehe mal gucken, was es da unten noch gibt. Genau, so darüber, darüber. Das da oben gefällt mir ja nicht. Dass da noch was vom Gegner existiert. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Es ist Zahltag. Ja, und die Tür jetzt mittlerweile auch geöffnet. Brauche ich nicht mehr. Ihr dürft gehen, wohin ihr wollt. Habt eine gegnerische Arena erobert. Ja, also den Weg rechts rum, der endete zwar mit deutlich Mangel an Geld, aber hat sich gelohnt. Hab ordentliche Kreaturen einkassiert. Ein Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ihr habt eine gegnerische Bibliothek erobert. Da muss ich jetzt nur gucken, dass ich noch dort Geheimtüren einsetze. Von wo aus man mich angreifen könnte, denn hier oben muss ich erst einen dann nachproduzieren. Wir haben noch zwei. Ihr habt eine gegnerische Bibliothek erobert. Trifft sich ja ganz gut. Ein Wächter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ein schwarzer Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Euer Portal hat so viele Geschöpfe angelockt, wie es kann. Oh, noch ein schwarzer Ritter, yeah. Oha. Ein Wächter wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ihr erbeutet eine Mana-Gruft.
Guck mal an. Da unten gibt's noch was. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Scheiße. Und ein Level 10er Imkin drauf. Kina, ist das ein Gegner, oder? Ha, jetzt haben sie es kapiert. So, und für was habe ich das Ganze gemacht? Schurke wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Ein schönes Artefakt. Wir werden viel zu früh genervt davon, obwohl ich ihnen doch mehr als genug Geld geben könnte. Ihr habt eine gegnerische Schatzkammer erobert. Könnt ihr ja sogar den Preis verdoppeln. So, und da noch ein Artefakt drinne. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Top, die Wette gilt. Wir sind bereit. Schnell gespeichert. Vor allen Dingen, weil wir auch Horny rufen können. Wir zerstören jetzt da oben mal dieses Tor. Okay, die tun nicht das, was ich eigentlich wollte. Lass den mal noch sein Gold holen. Der auch, anscheinend. Ein schwarzer Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ist nicht wahr. So, schwarzer Ritter. Gehen wir einmal rundherum. Ach, schwarzer Ritter, weißer Ritter. Das ist ja ein Weiser. So, machen wir einmal die Zwerge weg. Wow. Kam gerade Jackpot. Und seitdem. Schwarzer Ritter wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Läuft im Hintergrund jetzt ein Song. Cool. Ich glaube, davon habe ich schon mal gelesen. Das ist so ein Gimmick. Eine gegnerische Brücke erobert. Ein Schurke erinnert sich. Geil! Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Das ist stylisch. Burn, Baby Burn. Ich hoffe, dieses Video wird jetzt nicht von YouTube lizenziert, sonst drehe ich am Rad. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ein Schurke hat euren Dungeon verlassen. Burn, baby, burn. Ach, ist das so awesome. Ein schwarzer Ritter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. So. Mit dem sind wir jetzt einmal rund. Und haben auch irgendwo Gegner.
Krieg! Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ach, da ist er ja schon. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Oh nee, war diesmal unnütz. Oh yeah, dieses Burn Baby Burn, das war jetzt der absolute Burner. Freue mich sehr, dass ich dieses Gimmick gefunden habe. Und Checkpoint. Was bekommen wir denn jetzt Feines? Gar nichts? Oh, dafür habe ich mir so viel Mühe gegeben. Gut gemacht, Keeper. Der König wird es sich jetzt zweimal überlegen, ob er sich mit euch anlegen will. Fürst Reinherz war einer seiner ältesten und vertrautesten Freunde. Ich würde zu gerne sein Gesicht sehen, wenn er von dieser jüngsten Niederlage erfährt und was sie ihn gekostet hat. Wenn ich mich doch bloß daran erinnern könnte, wie man lächelt. Die Erdoberfläche ist nun zum Greifen nahe. Ich kann sie fast schmecken. Perfectly. Wir sehen uns wieder im nächsten Level. Bis dann, Leute.